Gucken wir mal. Kein Dark Mode in meine Augen. Oh, auf jeden Fall. Ich liebe keinen Dark Mode. Ich hasse Dark Mode. Ich finde, Dark Mode ist der größte Schmutz. Jedes Mal, wenn es jemand schreibt. Ach, Nils, lass doch! Mann, lass mich doch einmal der Anti-Dark Mode-Typ sein. Mann, Mann, Mann. Hast du den Tee eigentlich mal probiert? Bin ich leider noch nicht zu gekommen. Ich habe leider diese wiederverwertbaren Teebeutelchen nicht mehr. Und damit guten Morgen vom Eistrip. Island gönnt, Leute. Was waren das für krasse Nordlichter, die wir noch aus dem Hottub und Sauna gesehen haben. Aber jetzt, Sonne ist aufgegangen. War das schon ein Tag, ich muss mal ganz kurz reingucken. War das ein Tag danach? Kleinste Kamera der Welt, unsere Elektro... Ah, okay. Okay, das war aber ein paar Tage danach. Weil eine Woche könnte auch heißen, dass es 8 oder 9 Tage davor war. Okay, aber gucken wir mal. Weil da geht es ja um die essentielle Frage mit den E-Autos, mit der Distanz und Co. Hier sind unsere Elektroautos und falls ihr noch nicht wisst, was wir eigentlich überhaupt vorhaben, gibt es eine kurze Erklärung. Dank einer ausgeklügelten Test- und Quarantänestrategie für alle Neuankömmlinge hat Island es geschafft, Corona-Fälle innerhalb der eigenen Bevölkerung auf praktisch null zu reduzieren. Nach unserer eigenen Quarantäne zum Start des Hashtag Eistrip sind auch wir damit nun bereit für unsere eigentliche Challenge. Einmal Island umrunden. Und das im Winter. Keine einfache Aufgabe. Und wir wollen das Ganze auch noch unsere eigentliche Challenge. Einmal Island... 17 Stunden dauert das nur. Einmal Island zu umrunden. Ey, wenn Simon das rausfindet, dass Island auch so klein ist, dass man in 17 Stunden rumfahren kann, dann kauft Simon auch noch Island. Ist schon schwierig, dass Felix jetzt Videos dazu hochlädt. Stell mal vor, der hat Madeira und Island. Uiuiuiui. Umrunden. Und das im Winter. Sag mal, wenn, bin auf das Feedback gespannt. Mhm. Keine einfache Auf. 1400 Kilometer in 17 Stunden. Ja, ist halt flach, ne? Und wir wollen das Ganze auch noch mit 2 Elektroautos machen. Zwar bietet das Land aus Eis und Feuer die weltweit einzigartige Möglichkeit, fast 100% ihres Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und damit ideale Bedingungen für die Elektromobilität, aber das Ladenetz ist noch relativ dünn und mit meist maximal 50 kW Ladeleistung auch recht langsam. Doch wir wollen inmitten dieser häufig noch fast unberührten Natur versuchen, Island auf der weltbekannten Ringroad rein elektrisch zu umrunden. Nicht alles wird klappen wie geplant, aber das macht ein Roadtrip doch aus und meist entstehen dabei die besten Erinnerungen. Viel Spaß mit dem Hashtag Eistrip von Jonah, Micha, Tim und mir. Mercedes EQC und EQV, das sind die Elektroautos, die wir uns organisieren konnten. Es ist ein bisschen kalt, aber es heißt auch nicht umsonst Hashtag Eistrip, Leute. Und die wurden ja auch über Nacht versorgt, ja? Seht ihr, hier sind die Kabel, die haben schön geladen mit Airbnb-Strom. Aber haben sie auch voll geladen, ist die Frage. Hat das funktioniert? Schauen wir mal rein. Alright. Das sollte... Der muss eigentlich voll sein, wenn er geladen hat. Ist nicht voll. Okay, ist nicht so guter Start ins Elektrozeitalter für uns. Aber wir haben ja noch ein zweites Auto. Schauen wir mal hier rein. Was sagst du denn hier? Nee, hä? Der ist mehr als leer. Schaut euch das mal an. Der ist nur bei 63 Kilometer Restreichweite. Der ist ja von gestern runtergegangen. Kennst du meine Steckdosen, haben wir das gemacht. Das ist kein schnelles Laden, aber es sollte irgendwie funktionieren normalerweise. Aber das ist sicher und los. Nein. Oh Lord. Die haben nicht geladen. Beide gar nicht. Ja. Boah, Digga. Oh nein, jetzt nicht dieser Abfuck. Elektromobilitätsabfuck. Okay. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, was passiert, wenn so eine Sicherung rausfliegt, du merkst es nicht und dann bist du halt so übel aufgeschmissen. Oh, schwierig. Ohne Strom, ganz schwierig, ja. Nach ich Nils. Guck mal, wo die nächste 50 kW Ladesäule ist. Wir haben nur noch 60 Kilometer Reichweite mit dem Gebäude. 60 Kilometer Reichweite. Ja. Ich weiß, wo eine ist, wo man auch was Sinnvolles machen kann. Wollt ihr den Geysir sehen? Das ist ja nämlich der Geysir. Und da sind Schnellladesäulen. Aber die sind... Boah, dass man immer so tanken mit so einer Aktivität verknüpfen muss, weil man so eine Stunde da steht... mit einem schlecht ausgebauten Netz, ist halt echt sad. Also jetzt noch, bestimmt in 5 Jahren ganz anderes Thema, auch in Island, aber uff. Nicht zu weit weg. Dann lass uns aber mal demnächst los, lass lieber ein bisschen mehr Zeit mit einfahren. Zum Schieben den. Schieben den, schieben den. Ey. Ja, alles zusammenpacken, dann geht's los hier. Ja, aber meckern hilft ja nicht, Leute. Wir haben jetzt Plan B entwickelt. Und zwar werden Jonah und ich schon mal vorfahren, denn auf der Strecke zu unserem Ziel haben wir doch so einen 50 kW Charger gefunden. 50 kW schon Schnellcharger? Also rein theoretisch ja. Für Tesla-Fahrer nein. Hey, gewöhn dich jetzt mal an Island. Also nur, dass ihr es versteht. An der Haushaltssteckdose, wenn es funktioniert, dann lädst du so mit 2-3 kW. Wenn man aber mal schnell nachladen muss, dann muss man zu einer Schnellladesäule. Und die sind auf Island halt normalerweise maximal 50 kW. In Deutschland haben wir häufig über 100 oder 200. 300 kW ist so das schnellste aktuell in Deutschland. Elektrotechnik entwickelt sich halt rasant. Und deswegen ist für uns jetzt spannend auch auszuprobieren, wie weit kommen wir jetzt schon. Ungefähr 15 Kilometer, da ist die nächste Schnellladestation mit 50 kW. Und die liegt perfekt auf dem Weg zum ersten Ort, den wir heute auf unserem Roadtrip hier erkunden wollen. So. Da sehe ich doch was. Und zwar was Oranges. Klappe auf. Hello.
Hä? Das ging aber, weil das jetzt jemand gemacht hat. Das geht nicht auf Voice-Signal. Das wäre übel wack. Stell mal vor, du gehst durch die Stadt und auf einmal sagst du, Klappe auf und alle Autoklappen gehen auf. It's Darkos, Dankeschön für den Sub. 13 Monate auch. Danke. Moin Moin Meister! Wähl Fürst mal aus, was er haben willst. Wir wollen CCS 5. Unten rechts draufklicken, weil da steht IS für Isländisch höchstwahrscheinlich. Wechselsprache! Shiny, Dankeschön für den Prime Sub. Ja. Das ist der gelbe hier. Zack, rein. Jetzt kommt das Wichtige, bezahlen. Zum Profa. Uefo, ihr Geheimmittel. Oh, das hört sich nicht gut an. Nee. Dann scannen wir einfach mal hier den CCS. Code. So. Ah, Credit Card oder PayPal. Einmal kurz meine Zahlungsdaten angegeben. Also hier steht, your charging session was successfully started. Der Ladevorgang beginnt. Oh, Kommunikationsproblem. Elektromobilitätsabfuck. Zwei. Prüfen Sie, ob die Zündung aus ist. Alter Vater, ey. Also, oje, da krieg ich Kopfschmerzen, wenn ich das sehe. Stell mal vor, Alter. Oh, das macht mich innerlich ein bisschen wild. Also finde ich gut, dass wir reingeguckt haben, weil genau das wollte ich wissen, ob es wirklich so ein kranker Abfuck ist, wenn du irgendwo bist, wo ein schlecht ausgebautes Netz ist. So, einmal neu rein. Also nach wie vor. Wird jetzt so sein, in 5 Jahren höchstwahrscheinlich gar nicht mehr. Und da ist das so ein, weißt du noch damals? Aber jetzt gerade, okay. Amateure beim Tanken, ja. Ich drück einmal Stop und Start. Oh, es lädt! Jawoll! Also es war nicht komplett straightforward. Es ist auch schade, dass nur ein Auto zur Zeit hier laden kann. Aber ansonsten, ich meine, jetzt funktioniert. Wir können hier im Warmen sitzen, müssen ja eh auf die anderen warten. Und bis sie da sind, haben wir genug, um endlich weiterzufahren. Ach, welch schöner Anblick. Schaut mal, wer da ankommt. Das sind die Jungs. John und ich haben die Zeit genutzt für ein bisschen Videokonferenzen hier vorne. Moin Meister! Servus! Nutzt auch die Zeit hier zum Schneiden? Na klar! Und wie ist EQV? Ich sag mal, es ist halt perfektes Büro eigentlich. Ja eben, perfektes Produktionsauto. 84% haben wir auf jeden Fall geladen. Damit kommen wir 350 bis 400 Kilometer weit, wenn man vorsichtig fährt. 400 Kilometer auf Rush bestellt, also wenn wir 200 Wenn wir mit 70 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit fahren, locker, ich schwör's dir, wir machen noch Hypermiling. Ja, 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 ja. Ich sag's jetzt und wir können eine Rückblende machen. Wir kommen mit dem EQC 285 Kilometer weit, mark my words, mhm. Ja. Und mit dem EQV kommen wir 183,7. So, jetzt kommt meine Ansage. Mark my words. Wenn wir Hypermiling machen und ein bisschen darauf anlegen, ohne zu übertreiben, dann kommen wir mit dem hier 400 Kilometer weit. Nein, und mit dem 300 Kilometer weit. Jux. Das wollte ich immer schon mal machen, warte. Abfahrt. Was haben wir jetzt hier? Ja, das ist es. Mein Auto in Ruhe. Das ist offizielle internationale Zeichen für Weiterfahren. Abfahrt. Ich fahre meine 400 Kilometer vorsichtig. Fahr deine Schalter, gehen wir mal auf den Sportmodus hier rein. Da vorsichtig. Jetzt fährt mal Felix von der Leyen. Ask me what it feel like, staring at the sky, so vanilla telling Kurt Russell, homie, this ain't real life. I'll be 400 Kilometer und dann auf Sport? Vorsicht! Okay. Da sind wir! Geysir! Ihr wisst wahrscheinlich, was ein Geysir ist. Und alle Geysire sind nach dem hier benannt. Wir sind auf einem riesigen Parkplatz. Normalerweise ist das hier voll mit Touristen. Aber heute? Heute nicht. Wir sind fast die einzigen hier. Es wird geladen. Wir laden wieder mit 50 kW. Also, das sind die besten Stationen. Die muss man sehen, Isan. Ich verstehe nur nicht, warum es immer nur einer ist. Aber nice. Das heißt, wir können uns jetzt da vorne Geysir angucken und währenddessen lädt's Auto. Das ist schon krank. Es ist niemand außer uns da. Aber es ist halt wirklich so, dass man dann halt auch immer, ne, dann das Positive daran sucht. Es ist so, jetzt können wir den Geysir gucken und nebenbei lädt unser Auto. Also wird wieder vollgetankt, während wir was anderes machen. Aber du bist auch nur bei dem Geysir, weil du dein Auto tanken musst. So, ne? Das ist halt irgendwie auch dann so ein bisschen so der Twist, den man dann jetzt auch irgendwie schon wieder vergessen hat, weil bei denen ist ja jetzt schon 4 Stunden weiter. Das ist halt so, du bist nicht beim Geysir, weil du da hin wolltest, sondern du bist beim Geysir, weil da die einzige Tankstation ist und du jetzt eine Stunde safe warten musst, bis deine Karre wieder voll ist, Mann. Oh Mann, ey, ja, uff, schwierig. Es ist niemand da, ein Mitarbeiter ist da. Das ist eigentlich eine der Hauptattraktionen auf Island. Und wir gehen jetzt einfach hier hin, können sogar extra so einen Fußgängerübergang, wenn hier mehr los ist. So. Ja, okay, wir können gehen. Und dann schaut mal hier, wie grün das hier alles schon ist. Ne? Es riecht nach Schwefel auch. Also wenn du da mal drüben hinguckst, überall dampft das, weil hier kommt überall heißes Wasser aus dem Boden, was unter Druck ist und ab und zu entlädt sich der Druck. Kennst du vielleicht von euch selbst. Und dann schießt es einfach hoch in die Luft. Ja, riecht bestimmt da so wie Gamescom. Ach, oh Mann. Das ist übrigens verboten.
Dollar, Kronen, Euro oder Yen reinzuwerfen. Also die nehmen nur anderes Geld hier. Britisches Pfund zum Beispiel, finden die ganz nice. Man kann es da reinwerfen und dann gibt das Glück. Nee, Spaß, natürlich nicht. Aber ganz viele Touristen haben anscheinend hier immer wieder Geld reingeworfen. Deswegen sind die Schilder hier oder das hier auch, ne? Do not throw coins into the springs. Bitte, Leute, kein Geld da reinwerfen. Nature does not care for your money, ja? Natur ist es egal. Sagt es mal den ganzen Leuten, die hier... Werden dann die Münzen auch so mega warm und wenn die Geysire dann explodieren, so da kommt doch dann immer so Wasser raus, sterben dann Menschen, weil so dann so 2-Euro-Stücke mit Kraft einfach irgendwie in die Augen Unschuldiger geschleudert werden? Ist ja auf jeden Fall heftig, heftiges Sightseeing dann auf jeden Fall. Ja, ja Leute! Hier! Nicht Geld reinwerfen, bitte! Niemand! Es ist so krank, dass hier niemand da ist, Leute. Wirklich, das ist heftig. Erinnert euch vielleicht noch dran, vor ein paar Jahren bin ich ja unter anderem mit Izzy mal hier gewesen und es war alles komplett voll. Und nochmal! Genauso wie ich es gesagt habe. Oh. Ja, jetzt ist der Einzige, der noch als Nachzügler dazukommen, ist der Jonah. Ja, ich habe gerade Slow-Motion-Aufnahmen gemacht. Sieht nice aus? Ja, mega geil. Du, keine Sorge, wir machen auch noch ein paar nice Aufnahmen von den Geysiren hier. Da. Wenn da so 2-3 Euro Münzchen drin sind, dann geht's ab, glaube ich. Wie das aussah gerade. Das sah wirklich aus wie so ein Pups. Guck mal. Das sieht aus wie ein Pups. Micha, wie riecht's? Diese faule Eier. Okay, Hans Zimmer, chill deine Balls, Alter. Was ist denn jetzt los? Diesen Sommer kommen sie in ihre Stadt, die Geysire. Heißes Wasser in deinem Gesicht und es sieht aus wie ein Pups. Ah. Geysiros. Seht ihr unser Auto, Leute? Da an der orangen Ladesäule. Da stehen die beiden. Auf dem leeren Parkplatz. Oh. Das ist immer wieder krass, wenn die Dinge ausbrechen. Was für ein Druck dahinter ist, was hier so in der Natur abgeht. Und wie die passieren, es liegt halt daran, dass da unten Magma ist. Ich meine, es ist ein vulkanisches Gebiet hier. Magma, ne? Also Lava, solange sie noch unter dem Boden ist. Aber meine Frage wäre dann ja, das ist ja ein schönes Naturphänomen, aber wann sterben denn da Leute? Weil Magma ist meistens nicht gut für Mensch, habe ich schon gelernt. Bin schlau, hab mal in der Schule aufgepasst. Das wäre jetzt die Frage, die ich jetzt hätte, weil da waren ja auch Wohnhäuser. Also irgendwie uncooles Feeling, wenn du weißt, so da so, wo ich hingucken kann, kommt so Lava, macht blub nach oben und pupst in die Welt. Warum will man da wohnen, wäre jetzt meine Gegenfrage. Das hat ja nur negative Effekte. Und die ist extrem heiß. Das heißt, das ganze Grundwasser wird sehr, sehr stark erhitzt. Und dann gibt es teilweise Stellen, wo das einfach halt hier so rausdampft. Ne? Deswegen, wenn man sich hier so umguckt, überall ist halt so Wasserdampf. Aber es gibt auch Stellen, wo so ein größeres Grundwasserreservoir ist. Und darüber halt so eine Spalte ist, die bis an die Oberfläche geht. Und wenn sich dann unten das Wasser erhitzt, dann geht es irgendwann über den Siedepunkt, über 100 Grad. Und dann wisst ihr, kocht es ja eigentlich und wird zu Wasserdampf. Es kann aber... Ich habe euch gesagt, wir werden ihn wiedersehen. Das ist Wikipedia Felix on and on. Nicht zu Wasserdampf werden, weil darüber Wasser ist. Deswegen baut sich immer höherer Druck auf und irgendwann ist der Druck so hoch, dass ich schlagartig... Was passiert denn hier? Jetzt sind auch noch Animationen von anderen Channels da drin, Felix. Sag mal, jetzt ist wirklich bald sind wir aber hier bei Wissen macht A oder Wissen macht von der Laden. Wie immer mittendrin ist so voll der crazy Vlog und dann auf einmal kommt so voll die Wissens... kommt voll der Wikipedia-Artikel zu geisieren. Es entlädt... Da wird man daran erinnert, ja, dass hier unten richtig viel Magma ist.
Und das ist nicht mal das einzig Besondere, was hier in der Gegend ist, sondern gibt es noch was. Wenn die Jungs da Bock drauf haben, die sind schon beim Parkplatz, weil den kalt war und laden, glaube ich, auch schon das andere Auto auf, dass wir wieder Reichweite haben. Stell dir mal vor, ne? Wenn es jetzt nicht so leer wäre, hätten wir auch niemals aufladen können, weil da irgendein anderes Elektroauto wäre. Wir haben schon echt Glück irgendwie mit allem. Und noch ein Problem, wir haben auch noch gar keine Unterkunft heute Nacht. Ne? Wir können ja nicht wissen, wohin. Und es gibt ja noch ein krasses Naturspektakel, was wir hier in der Nähe sehen. Jungs, wie schaut's aus? Wie viel Akku? 64%. Habt ihr da Salzstangen? Ja. Wow. Ich hab eher Hunger. Ich hab so Hunger. Hey, ist geil. In 7 Minuten ist mit der größte Wasserfall von Island entfernt. Ah. Dann steck uns mal ab. Das war dieses Bild, was die gepostet haben. Habt ihr das gesehen? Das sah ganz komisch bearbeitet aus. Wir dachten irgendwie, irgendwas ist passiert. Dieses Bild, ich bin mal gespannt, ob die das einblenden. Habt ihr das gesehen auf Instagram bei Felix? Das sah ein bisschen, sah ganz komisch aus. Also die hatten so eine ganz helle, so ganz gräuliche Haut und so. Das war ganz, sehr, irgendwie nicht so aus, wenn die lebendig. Die sahen ein bisschen aus wie so diese Piraten, Fluch der Karibik. Die Leute, die so irgendwie diesen Fluch haben, wie so verfluchte Piraten sahen die auf dem Bild aus. War ein bisschen gruselig. Rolly, vielen Dank für 10 verschenkte Subs. Ein bisschen Liebe für Rolly in den Chat, der hat euch gerade 10 Subs geschenkt. Danke, danke. Und natürlich auch ein Danke von Tamai, weil du hast jetzt mal wieder Tamais Gehalt bezahlt. Danke. Mal kleine Verpflegung hier vielleicht am Rande. Ich kenne ihn ja schon, nur halt auch normalerweise mit ganz vielen Touristen, aber Tim, was sagst du zu dem Ding? Alter! Also ich meine, das ist ein bisschen Grand Canyon auf Wish bestellt, aber der Wasserfall mit dem ganzen Eis da, einer der krassesten Wasserfälle auf Island, der meistbesuchteste. Nur heute sind wir die einzigen Besucher. Junge! Dafür ist die Drohne natürlich richtig sick. Der Shot einfach insane geil. Endlich wieder im Warm. Ey, das waren zwei krasse Naturspektakel, die wir schon gesehen haben. Aber ganz ehrlich, ich hab Hunger. Wir fahren jetzt mal ein Stück hin und dann bekommen wir aber nicht gar was zu essen. Das war ein krasser Tag. Wir hatten die ersten Probleme mit der Elektromobilität hier, aber wir haben es irgendwie gelöst und trotzdem noch zwei krasse Sachen heute erlebt. Wir sind nicht ganz so weit auf der Strecke gekommen. Ich blende euch gerade mal die Karte ein. Wir wollen ja die ganze Ringstraße abfahren und zwischendurch halt alles, was nice aussieht, auf dem Weg mitnehmen. Zwei Sachen davon haben wir heute gemacht. Ich glaube, waren krasse Aufnahmen dabei, oder? Also wenn es euch heute im Blog gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wir haben jetzt gerade spontan beschlossen. Sieht nett hier aus. Wir schlafen auch hier und dann geht's morgen weiter. Und da, Jungs, wird es noch krasser als heute, was wir sehen werden. Ich sag's euch, ja. Das wird ich bin nice. Gespannt. Schaut auf jeden Fall auch bei Jonas Vlog vorbei und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Weil das Mercedes-E-Auto einen Fehler hat er auch nochmal behandelt. Okay. Also es wirkt jetzt alles so, als wäre das so ein bisschen, zumindest unangenehm, das zu fahren da. Gerade weil die jetzt wirklich keinen Trip gemacht haben und dann irgendwie das E-Auto ja schon 2-0 geführt hat. Aber naja, hat mich jetzt nicht so zu 100% überzeugt.